Hallo, was machst du hier? Arbeiten? Die Lungs, sie sind am Arbeiten hier. Wir machen Q&A-Video. Es sind viele Fragen offen. Ich habe mich jetzt echt eine lange Zeit nicht gemeldet, weil war so ein bisschen viel Stress, ein bisschen viel zu tun, ein bisschen viel Zeug auf einmal, auch viele Baustellen, die wir haben erstmal so ein bisschen beseitigen müssen. Es kommen viele neue Sachen. Und da hat irgendwie so diese, muss ich sagen, die, wie soll man sagen, wie sagt man da, die Fantasie, nee, nicht die Fantasie, sondern die, was, Kreativität, danke. Kreativität ist so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, muss ich echt sagen. Und jetzt haben wir so ein bisschen wieder klar Schiff und jetzt kommt die wieder zurück und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit euren Fragen. Wir haben Instagram so ein bisschen Aufruf gemacht und schauen so, ja, was ist denn überhaupt Sache? Zum einen geht es natürlich darum, warum steht hier jetzt die Honda? Das ist eine Frage, die ist auch durchaus berechtigt und auf die gehen wir ein. Aber der Christoph hat noch ein paar andere Fragen für mich, die er von euch aufgeschrieben hat. Christoph, start einmal rein, was haben wir denn? Genau, fangen wir mal mit einer eher grundlegenden Frage an, die eigentlich ganz interessant sein könnte. Woher kommt deine Leidenschaft für Zweiräder? Ja, Leidenschaft für Motorräder. Eigentlich nicht für Motorräder, sondern grundsätzlich für Motorsport oder für Motore, für alles, was sich bewegt, was irgendwie Lärm und Krach und stinkt, also so irgendwie. Und dann der Nachbarjunge schon mit dem Mofa rumgefahren ist, mit der 50er Zündapp und ich wollte auch mit der fahren, war aber noch zu klein dazu und so ging das eigentlich los. Und der Motorsport war dann aber für mich nur in der Kindheit zum Motocross-Fahren interessant und bin für kleines Alter PW80. PW80 war mein erstes Motorrad, Yamaha PW80. Und mit der bin ich halt Wald und Wiesen gefahren. Bei uns war das halt erlaubt, da bist du einfach durch die Prärie gefahren und es hat keinen interessiert, das war Standard. Und so ging das halt los. Und dann kam aber Auto mit 18 und so und dann ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dann kam bei mir der Automotorsport und der ist einfach irrsinnig teuer. Und der Automotorsport ist mir insofern auf den Keks gegangen, weil da echt Geld die Welt regiert hat und umso mehr Kohle du gehabt hast, desto schneller warst du. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Schnauze voll mit Autos, ich verkaufe alles, was ich habe und habe mir dann eine SC57 gekauft. Und dann stand ich da im Winter mit einem SC57, Straßenmotorrad, ohne Führerschein, dann habe ich mir einen Lederkombi gekauft, Alleness, in weiß-blau, schön aufgetragen. Da gibt es auch tolle Bilder davon. Ja, und dann bin ich erstmal auf die Rennstrecke gegangen, in dem Fall nach Spanien. Und der Stefan war Fotograf bei dem Event, weil er es zu dem Zeitpunkt so nichts Besseres gebracht hat. Nee, Spanien hat die besten Fotos gemacht überhaupt, muss man echt sagen. Er tut jetzt so, als wenn er nichts hören wird. Nee, und hat mich damals schon fotografiert, da haben wir uns schon kennengelernt. Und und dann habe ich, wie das jeder von uns weiß, dann habe ich da den Narren gefressen drin, absoluten Narren. Weißt du, so. Da warst du Tag und Nacht, denkst du an nichts anderes mehr, siehst ja nur noch MotoGP-Videos an und wartest drauf, dass du wieder Motorrad fahren kannst und das, weil es ist ja immer hier, ne? Also Slicks, Nenngebühr, rumfahren, das war ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich, das hat der Ausmaße angenommen. Ich habe ja ein ganzes Jahr habe ich ja nicht mehr gearbeitet, bin ja nur noch Motorrad gefahren, bis ich keine Kohle mehr gehabt habe. Und was ich da für einen Scherbenhaufen hinterlassen habe, den wollt ihr gar nicht wissen. Aber davon abgesehen, und so kam ich zum Motorradmotorsport und das Geile am Motorradmotorsport ist eigentlich das, dass du mit weniger Geld im Verhältnis zum Automotorsport trotzdem richtig schnell sein kannst und das macht Spaß. Dass es mehr an dir liegt als wie am Bike. Und na klar, liegt es viel am Bike, aber das ist so die Leidenschaft. Und ja, mittlerweile ist mein Job und ich weiß gar nicht, wie das einherging. Das ist ein längeres, das glaube ich, ist mal ein großes Interview. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ich kriege das jetzt nicht in 5 Minuten gebacken. Das ist too much. Too much information innerhalb kürzester Zeit. Genau, dann haben wir als nächstes eine Frage aus dem Fahrwerksbereich. Und zwar, woher weiß man eigentlich, dass man sein Fahrwerk anpassen muss? Das weiß man nicht. Man weiß nicht, dass man sein Fahrwerk anpassen muss. Und das spielt keine Rolle, ob das ein Mountainbike ist mit dem geilen Fahrwerk oder eine Motocross oder ein Supersportler oder ein Nakedbike auf der Straße. Eigentlich weiß man das erst, dass man Bedarf gehabt hat, wenn man einmal was Besseres gefahren hat. Also das ist eigentlich der Clou. Weil man arrangiert sich ganz lang mit dem, was man hat und sagt, ja, alles easy, alles cool, ist das super. Ne? Und so war das bei mir lang in meiner Anfangszeit mit den ersten 2 Bikes, sage ich jetzt mal. Und wenn du da mal ein Bike kriegst, das gut funktioniert, dann sagst du so, hey, Moment mal, warum bin ich Idiot eigentlich so lang mit irgendeinem Scheiß rumgefahren? Und so ging es mir damals, wie ich 2018 das erste Mal auf die Yamaha gegangen bin
und quasi ein Bike hingestellt gekriegt habe, was halt wirklich gut funktioniert hat. Und das hat auch viel mit dem Fahrwerk zu tun, weil da einfach die Geometrien einfach mit viel Erfahrung schon hingestellt worden sind. Und da dachte ich so, das geht aber einfach. Und dann bin ich mit anderen Bikes gefahren, die auch aktuell und modern waren. Und dann habe ich festgestellt, oh, das funktioniert aber nicht so, das funktioniert auch nicht so. Aber das kann doch nicht an dem Bike liegen, dass das schlechter ist. Sondern das sind dann oft geometrische Sachen. Und so ein Straßenbike kann auf der Rennstrecke eigentlich aus der Schachtel nur bedingt funktionieren, weil es ja immer ein Kompromiss ist. Ne? Der Hersteller, der geht daher und baut ein Bike und sagt, okay, da muss der mit 75 Kilo, der mit 80, der mit 85 Kilo muss fahren können, der muss auf der Straße fahren können mit Straßenreifen und dann gehen wir hier, packen Slicks drauf, gehen auf die Rennstrecke. Und dann bringen wir einfach viel mehr Compression ins Motorrad und und. Also wir haben eigentlich immer Bedarf und seit ich mich so explizit und so, explizit und schon fast verrückt damit auseinandersetze, fahre ich nirgendwo auf keiner Rennstrecke mehr gleich und merke Temperaturunterschiede von 15 auf 25 Grad und passt es darauf an, beziehungsweise auch mit Versuch und Irrtum. Ne? Probiere ich mal was und sage, nah, das war nicht so gut, hier mache ich es anders, das können wir besser machen. Also das ist ein permanenter Progress und ich denke, jeder hat Bedarf, egal ob Landstraße oder Rennstrecke. Wir haben auch mittlerweile echt viel Landstraßenfahrer, ne? Schon einige, oder? Mhm. Ja. Und die haben auch Bedarf, vor allem wenn sie dann merken, dass man ihnen helfen kann. Ne? Speziell Gabelservice seit 10 Jahren nicht mehr macht. Und dann so, die Gabel spricht halt nicht mehr an. Und da machst du ein bisschen was und sagt, ja, boah, das ist ja Hammer. Ne? Und hat ja einen riesigen Gap-Unterschied. Aber gut, das ist klar, es ist immer Bedarf. Ist immer Bedarf. Der Freilauf ist so geil, der vom Stefan sein Mountainbike. Das gefällt mir. Das macht meins nicht. Mein Renault macht das nicht. Ich hätte es auch gern. Das ist mein Lederkombi. Zwei Stürze hintereinander. Einer rechts, einer links. Ich muss sie mal sauber machen. Ich bin an den Zug gekommen. Frage? Genau, die nächste Frage ist dann auch wieder ein bisschen was Technisches. Und zwar, eher härtere Dämpfung und eine weiche Aha. Feder oder eher weiche Feder mit härterer Dämpfung oder Gabel? Was macht man hier? Also grundsätzlich ist so, die Feder ist Trumpf. Gell? Die Feder ist das Allerwichtigste im Fahrwerk und danach kommt noch mal lange nichts. Und wer versucht, eine zu weiche Feder mit einer härteren Dämpfung zu kompensieren, der wird feststellen, dass es nicht funktioniert. Beziehungsweise wird er das dann erst wieder feststellen, wenn er es mal anders erlebt hat. Und also Feder ist das Allerwichtigste. Dämpfung ist die zweite Sache. In der Regel sind die Fahrwerke, die zu uns kommen, egal ob Standard oder schon Öhlins oder sonst irgendwas, immer überdämpft. Meistens. Nicht immer, gut. Neue Gabel für Öhlins SC59, für Fireblade SC59, neue Open Cartridge. Nein, meistens sind sie überdämpft, die haben zu viel Dämpfung. Und meistens auch zu weiche Federn, weil oft ist es so, dass die Standard-Bikes werden ausgeliefert mit irgendwelchen weichen Federn, so SC57, SC59, alte R1en, die damaligen Supersportler aus 2000 bis 2008, die haben echt softe Federn drin gehabt, muss ich sagen. Vorne so als hinten. Und na klar, was macht man mit den Mitteln, die man hat? Man dreht erst einmal alles zu. Und dann versucht man quasi irgendwie einen Bandscheibenvorfall mit Tabletten zu beheben. Und deswegen, die Feder ist viel wichtiger. Das ist auch was man in den Seminaren immer, wenn ich immer mit der Feder anfange, sage ich immer, oh, Feder, ich will was über Dämpfung. Warum hat das einen Ausgleichsbehälter? Was sind die Shims? Ruhig. Federn sind wirklich, keiner redet über Feder. Wenn du im Hobby-Fahrerlager reden alle über Klicks, 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 Klicks. Und im Profi-Fahrerlager, die klicken gar nicht mehr. Die tauschen nur Federn. Und das ist auch der Grund, warum ich bei meinem Bike immer echt 3, 4, 5, 6 verschiedene Hinterachsfedern dabei habe. In verschiedenen Maßen. Nicht nur die 95er Feder für die Yamaha R1M, sondern verschiedene, die nachgemessen. Dann hat eine R97, die andere ist 93. Ne? Wirklich mal probieren. Die Federn sind Das ist Trumpf. Feder ist Trumpf. Beantwortet? Schon gut, oder? Nein, das ist die Antwort. Ja. Genau, dann die nächste Frage ist tatsächlich ganz interessant. Und zwar, warum oder gibt es eigentlich oder gibt es Planungen bezüglich eigenen Rennstrecken-Events? Nicht, dass ich wüsste. Okay, dann sehen wir das hier als beantwortet an. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der Frage, die wahrscheinlich die meisten Zuschauer jetzt am
am ehesten erwarten. Wie kam es jetzt eigentlich zum Wechsel von Yamaha auf die Honda? Alec, ich hasse die Frage. Die ist echt, die ist schwierig. Das wirst aber nicht auskommen, glaube ich. Die Frage ist schwierig, weil ich habe für die Yamaha halt echt, also bei mir hast du halt echt, sag ich jetzt mal, da reinstechen können und dann ist der Blau rausgelaufen. Ne? Nichtsdestotrotz, ich habe mit der Yamaha, habe ich meine, oh, da laufen wir die Gänsehaut, ohne Scheiß. Weil das ist wirklich krass, wirklich, also die Yamaha ist für mich das Bike gewesen. Ja? Und immer, also ich habe meine ganzen, meine besten Rundenzeiten, meine tollsten Erlebnisse auf der Strecke, die schönsten Runden habe ich mit dem Motorrad gemacht. Und ja, und da gibt es auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also es gibt gegen das Motorrad nichts und da lasse ich auch nichts drüber kommen. Das ist vermutlich das einfachste, schnell zu fahrenste Motorrad. Und das wird es auch bleiben, solange jetzt nicht was anderes kommt. Und das hat auch überhaupt nichts mit Ja zu tun, weil viele natürlich, ah, da kriegt er keine Teile mehr oder so nach dem Sturz. Ich bin so wenig gestürzt, da hat keiner rumgeschissen, weil ich jetzt da gestürzt bin. Also das ist halt irgendwo part of the game und gehört dazu. Nichtsdestotrotz gibt es da überhaupt kein böses Blut oder so. Im Gegenteil, also wir gehen da im gut auseinander. Ich fahre morgen, fahre ich runter zum Andy und bringe ihm das Motorrad. Werden da auch nochmal ein bisschen zusammensitzen und ein bisschen quatschen. Und ich bin ja schon mal auf der Honda gesessen 2020 beim 1000 PS Event am Repulring. Und im Serienzustand ist die Honda echt cool. Ne? Also es ist echt ein geiles Paket. Und es gibt ein paar Sachen, die reizen mich an dem Bike. Ja? Also das ist zum einen der starke Motor, der aber komplett andere Charakteristik hat wie die Yamaha. In der Mitte geht halt nichts oder weniger. Im Verhältnis zu Yamaha und oben raus geht er halt quasi ein bisschen wie ein 600er mit der Leistung von einer 1000er oben raus. Aber, okay, fangen wir an mit dem Nachteil. Ja, also der Nachteil von dem Bike zu Yamaha ist ganz klar offensichtlich, sie ist nicht so handlich. Also von wo die Yamaha ganz, ganz wie so ein Fahrrad von links nach rechts geschmissen werden kann, das geht halt nicht. Das wird jeder feststellen, der das Bike gefahren hat. Und ich habe die 2020 schon beim 1000 PS Test gefahren und habe da schon so ein bisschen geliebäugelt, damit hat mir schon Spaß gemacht. Aber es hat sich dann nie ergeben. Und jetzt hat es sich ergeben. Und jetzt bin ich halt draufgesessen in Brünn und habe festgestellt, scheiße, ich bin innerhalb von einem Tag schon die gleiche Zeit gefahren wie mit der Yamaha, obwohl ich die Yamaha über tausende von Rennstreckenkilometern erprobt habe. Und ich habe eigentlich nichts verändert, nur ein paar kleine Geometriesachen. Und dann bin ich sofort zu schnell gewesen und dachte immer, boah, das hat echt Potenzial. Obwohl ich das Wort Potenzial nicht mag, das ist eigentlich ein Scheißwort. Weil es ist immer, jeder sagt, das hat Potenzial, ja, warum machst du das nicht besser? Dass das, ne, also warum reizt das Potenzial nicht aus? Dann brauchst du nicht mehr sagen, das hat Potenzial. Aber sie ist nicht so handlich. Ja? Und das ist auf Strecken wie in Rijeka zum Beispiel, ist das nicht so einfach. Also die schnelle Wechselkurven, wo du unter Zug umlegen musst, da ist das mit dem Bike schwerer und du musst dich damit mehr befassen. Und es gibt keine Daten. Bei der Yamaha weiß ich alles, da weiß ich ganz genau, wie muss ich das Federbein von der Länge haben, wie muss ich den Gabelüberstand haben, welche Federn passen. Das habe ich alles rausgefahren im Laufe der tausenden von Kilometern und hier weiß ich halt nichts. Und da startest du von neu. Aber das ist für mich eine Challenge, vor allem als Fahrwerkstechniker mittlerweile, wo ich sage, es kommen mittlerweile immer mehr Leute mit so einer SC82 zu mir und sagen, hey, kannst du mir das Fahrwerk machen? Und ich sage, klar, auf was beziehe ich mich? Auf Ölinstaten. Und jetzt nach den zwei, drei Ausfahrten möchte ich sagen, gehe ich von den Ölinstaten, weiß ich, in welche Richtung ich gehen muss, damit es noch besser wird, damit es handlicher wird, damit es einfacher zu fahren ist, auch für den mittelmäßigen Hobbyfahrer. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da jetzt einfach irrsinnig Interesse habe, was Neues rauszufinden, mich damit zu beschäftigen und zu wissen, okay, wie muss ich das Bike hinstellen, dass es für einen schnellen Hobbyfahrer passt, für einen mittelmäßigen oder für einen Einsteiger. Und diese Arbeit, diese Entwicklungsarbeit, die macht mir irrsinnig viel Spaß. Und da habe ich halt jetzt von der Firma Gesselbauer, die mir das Bike zur Verfügung gestellt haben, die Honda-Vertretung haben. Der Gary fährt ja selbst in der Alpe Adria oder ist er gefahren mit dem Motorrad und hat das gewonnen. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, dass sie sagen, du investier mal ein bisschen Zeit und schauen wir mal, was wir machen müssen, damit man auch die ganze Hobbyfahrer-Bandbreite mit dem Motorrad abdeckt. Und ich glaube, das ist noch nicht so weit, aber wir sind relativ schnell auf einem guten Weg und das Motorrad hat durchaus Sachen, die wo auch besser sind wie bei der Yamaha. Und das ist zum Beispiel für mich
ist der Motor, ganz klar, weil der oben raus irrsinnig viel Leistung hat. Ich mit der Yamaha oft, ganz oft verhungert bin, speziell beim Überholen, auf jemanden aufgelaufen, auf einen Ducati-Fahrer, der schneller war als ich, der langsamer war wie ich, aber ich bin an dem nicht vorbeikommen, weil der auf der Geraden nicht mehr weggefahren ist. Und das Problem ist halt hier jetzt eliminiert. Und das ist echt cool, wenn du da auf der Geraden Meter machst. Aber nichtsdestotrotz muss es irgendwo dann in der Kurve einbüßen, sonst wäre ich ja mit der Honda jetzt schon schneller als mit der Yamaha, und das ist nicht der Fall. Also muss es im Moment noch die Kurven, der Kurvenspeed oder Kurveneingang, Kurvenausgang, irgendwo büße ich noch ein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo es ist, aber irgendwo büßen wir noch ein. Aber wir werden es rausfinden. Und das macht mir eben Laune. Und klar. Und sie hat ein bisschen mehr Bremsstabilität durch das, dass das Bike länger ist, also es ist allgemein länger und steifer. Das ist, geht auch in dem einher, dass es quasi dadurch nicht so handlich ist. Das ist der Kontra. Und ich habe, es ist ein bisschen anstrengend zum Fahren, meines Erachtens. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass ich da echt Fun habe dabei, das rauszufinden, und mir hat das irrsinnig Spaß gemacht mit dem Teil. Und es ist echt ein souveränes Motorrad und so wie sie da dasteht mit der Carbonverkleidung auch, so wie wir es eben bei der Yamaha auch schon immer gehabt haben. Die hat jetzt hinten das Standard-SP-Federbein drin, das umgebaut wurde mit Elektronik weg und dafür mechanische Versteller. Da ist 2D-Data-Recording drin, das brauchen wir einfach zum Entwickeln für die Geometrie-Sachen. Wir haben vorne die Standard-SP-Öhlins-Gabel mit einem Closed-Cartridge von Öhlins, das wurde umgebaut. Dann natürlich die Kit-Elektronik, die ist schon wichtig, damit du Übersetzung änderst. Kannst etc. pp. Das kann man mittlerweile auch mit einem Flash. Ich glaube, die Code Factory, glaube ich, hat da was gemacht. Aber wir wollen natürlich da die Kit-Elektronik, damit wir auch viel ändern können mit Motorbremse etc. Und auch der Kabelbaum hat dementsprechend klein ist. Ansonsten ist das Motorrad relativ ziemlich original, bis auf das Schnellwechselsystem und halt eine offene Auspuffanlage. Und selbst die Bremssättel sind Serie. Gut, die Pumpe, die Bremspumpe ist eine andere, die große, aber das ist relativ seriennah. Also seriennäher, als ich mit der Yamaha gefahren bin. Also Seriengabelbrücken, Serienumlenkung, ist alles Serie. Also sogar die Schalter hier sind Serie. Und trotzdem ist es wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Und gut, Fußrasten sowieso, Lenkerstummel, gut, das Netzserie ist von Bonamici in dem Fall, die passen eigentlich ganz gut. Ja, und was machen wir da damit? Wir werden jetzt ein bisschen experimentieren, von der Serie an ein paar Stellen weggehen. Ich werde ein paar verschiedene Gabelbrücken probieren, um ein bisschen mit dem Nachlauf zu spielen. Wir werden die Kit-Umlenkung von HRC testen, damit wir einfach ein paar Daten sammeln, was braucht man, was ist notwendig. Ja, und das ist jetzt mein Job, weil wenn jetzt, ich muss mich ja weiterentwickeln, wenn natürlich irgendwie Honda-Fahrer zu mir kommen und sagen, bau mir mein Fahrwerk um, dann muss ich mich auf irgendwas beziehen können. Und das tue ich mich bei der R1 relativ easy, weil wir da alles haben und alles wissen. Und bei der Honda wusste man halt bisher nichts. Und deswegen denke ich, macht es durchaus Sinn, dass man das einmal fährt. Und genau, und deswegen ist jetzt einfach eine neue Zeit da und dann werden wir halt einmal ein bisschen Honda fahren. Ist halt so. Und das ist ja ein geiles Bike. Unstrittig, würde ich jetzt einmal behaupten, oder? Ah ja, Suzuki. Also schaut da gerne mal beim Gesselbauer vorbei, der ist die Honda-Vertretung, der hat auch ein paar da, da gibt es Motorräder, der kann die zusammenstecken. Vielleicht bauen wir auch in Zukunft einmal eine Meinl Edition. Da sind wir noch am Verhandeln, schauen wir mal, ob sich da was ausgeht, dass wir wirklich auch mal sagen, okay, wir bauen dann Komponenten zusammen auf einem Motorrad, wo wir sagen, das finden wir cool, so würden es wir gerne fahren und so würden wir es dann auch gerne verkaufen. Bleibt da gerne am Ball. Ja, und dann haben wir hier noch Suzuki Neuaufbauprojekt von der GSX R1000 Baujahr 2017, die hat einen Unfallschaden gehabt und da, die bauen wir neu auf und da steckt man ein bisschen was rein und Renngrip versorgt uns dann mit den Teilen, da bleibt es am besten gespannt, was wir da alles für Teile reinbauen und der Plan ist so ein bisschen, nicht unbedingt Low Budget, aber nicht Öhlins und Acra, sondern halt so ein bisschen, okay, die kostengünstige. Na, mal, Acra kommt trotzdem rein, oder? Das ist die Frage. Steht nur in den Sternen. Weil Auspuffanlagen ist echt schwierig. Also es gibt halt echt wenig Alternativen. Vor allem sind die Alternativen dann auch nicht wirklich viel günstiger. Ist so ein Thema, da sind wir noch nicht schlüssig, glaube ich. Aber sonst versuchen wir da jetzt nicht Carbonverkleidung, die teuerste Carbonverkleidung und die teuerste Fahrwerk, sondern machen wir mit K-Tech. Lassen die Standardgabel, machen nur K-Tech-Einsatz rein, also Cartridge, Close nehmen wir. Close ist besser. Ja, wir müssen da closen. Ja, ist egal, das ist ein Diskussionsthema zwischen
zwischen uns zwei. So, und hinten Caltech Federbein und so, da machen wir ein bisschen einfach, nicht low budget, aber so, dass es für eigentlich für jedermann, für mehrere Rennstreckenfahrer bezahlbar wird. Aber das wird eine eigene Videoreihe. Wir müssen eigentlich die Tage die Teile kriegen, oder? Das ist gestern verschickt worden. Dann müssen sie eigentlich heute kommen, wenn es gestern verschickt worden ist. Ja, vielleicht kommen sie ja. Ja, genau. Also, wir müssen noch verabschieden, Entschuldigung. Also, danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet, was wir so machen und was wir so treiben. Sorry fürs lange nicht mein Gesicht wieder vor der Kamera haben. Wie gesagt, war echt viel Stuff im Moment und die Kreativität ist hat darunter gelitten. Aber jetzt gibt es wieder mehr Material. Wir haben ein bisschen vorbereitet und genau. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Teilt das Video mit euren Freunden und ja, genau. Ciao.